Music Business Insider Podcast, presented by Artistant. Herzlich willkommen zur 76. Folge des Music Business Insider Podcasts, dem Podcast über News, Trends, Tipps und echtes Insiderwissen aus dem Musikbusiness. Ich bin Yannick von Artistant und das erwartet dich heute. Warner Music und TikTok schließen einen einzigartigen Deal. Die deutsche Musikindustrie wächst im ersten Halbjahr 2023. Und die GEMA kauft eine Musikerkennungsfirma. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß. Warner Music und TikTok schließen einen einzigartigen Deal. TikTok und die Warner Music Group, kurz WMG, haben eine neuartige mehrjährige Lizenzvereinbarung abgeschlossen. Dieser Deal, als erster seiner Art bezeichnet, umfasst ein multijähriges Multiproduktabkommen, das es WMG ermöglicht, das Repertoire von Warner an TikTok, TikTok Music und die ByteDance-eigene App CapCut sowie an TikToks Commercial Music Library zu lizenzieren. Im Prinzip also die ganze Musik von Warner in TikTok und den ganzen Schwester-Apps. Zusätzlich ermöglicht dieser Deal neue Möglichkeiten für Fandom-Entwicklung und Monetarisierungsmöglichkeiten wie Merchandising, Ticketing, digitale Güter und Dienstleistungen. Dies könnte die weltweite Synchronisationsmarktgröße der Musik erheblich vergrößern. Ein interessanter Aspekt des Deals ist außerdem die gemeinsame Entwicklung zusätzlicher und alternativer wirtschaftlicher Modelle. Was genau das bedeuten könnte, bleibt allerdings noch offen. Es klingt aber prinzipiell so, als würden beide Firmen eben zusammenarbeiten wollen, um neue Businessmodelle und Einkommensmöglichkeiten für die Künstler zu entwickeln. TikTok und WMG äußern sich beide positiv über die Vereinbarung und betonen die Vorteile für Künstler, Songwriter, Musikfans und die Branche an sich durch die Kraft der Entdeckung auf den TikTok-Plattformen. TikTok ist ja jetzt schon längere Zeit ein essentieller Teil der Musikindustrie und prägt das Business extrem. In jüngster Zeit hat TikTok ja immer wieder getestet, ob sie die Major-Labels überhaupt brauchen. Dieser Deal mit Warner geht aber jetzt in genau die andere Richtung. Anstatt sich von den Majors abzukapseln, vereinbaren sie einen langjährigen und sehr tiefgreifenden Deal. Meiner Meinung nach auf jeden Fall der bessere Weg. TikTok braucht die Musikindustrie und die Musikindustrie braucht TikTok. Warum also nicht zusammenarbeiten und alle gemeinsam wachsen? In meinen Augen auf jeden Fall die smartere Herangehensweise. Die deutsche Musikindustrie wächst im ersten Halbjahr 2023. Die deutsche Musikindustrie hat in der ersten Jahreshälfte 2023 eine solide Entwicklung gezeigt. Das geht aus den neuesten Zahlen des Bundesverband Musikindustrie hervor. Mit einem Gesamtumsatz von 1,056 Milliarden Euro aus Streams, CDs, Downloads und Vinyl konnte ein Wachstum von 6,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbucht werden. Der Umsatz mit physischen Tonträgern bleibt relativ stabil bei 18%, wobei die CD 11,2% und Vinyl 6% zum Gesamtumsatz beitragen. Einnahmen durch CDs sind weiter um 4,1% zurückgegangen und Vinyl ist wieder mal gewachsen, nämlich um 6,3%. Schallplatten machen mittlerweile mehr als die Hälfte des Umsatzes von CDs. Das sah vor ein paar Jahren ja noch ganz anders aus. Der digitale Anteil der Einnahmen liegt mittlerweile bei ganzen 82%, wobei Streaming mit 75,2% Marktanteil den absoluten Großteil davon ausmacht. Dabei steigen die Einnahmen aus Audio-Streaming um 9,7%, während Downloads um 4,9% zurückgehen. Insgesamt ist der Digitalmarkt um 8,4% gewachsen. Trotz der wirtschaftlich komplexen Gesamtsituation sind die Musikverkäufe in Deutschland also weiterhin positiv. Alles, wie auch in den letzten Jahren, hauptsächlich getrieben von Streaming und ein bisschen von Vinyl. Die GEMA kauft eine Musikerkennungsfirma. Die deutsche Verwertungsgesellschaft GEMA hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Musikerkennungstechnologiefirma SoundAware Group erworben. SoundAware hat seinen Sitz in Hilversum in den Niederlanden und wird weiterhin unabhängig unter dem Dach der GEMA agieren. Mit der Technologie von SoundAware will GEMA ihre Lizenzierungs- und Verteilungsprozesse weiter verbessern und ihr Serviceangebot erweitern. Die GEMA betont, dass die Musikerkennung ein zentraler Teil ihres Geschäfts ist und essentiell für eine korrekte, nutzungsbasierte Lizenzierung und Royalty-Verteilung. Diese Übernahme ist die neueste der GEMA, nach dem Kauf der Mehrheitsbeteiligung an dem digitalen Musikvertrieb Zebralution im Jahr 2019. Laut der GEMA stellt die Investition in die Musikerkennungstechnologie einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur digitalen Verwertungsgesellschaft dar. SoundAware hingegen ist überzeugt, dass das Potenzial ihrer Überwachungstechnologie bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist und will mit der GEMA als starken Partner im Rücken neue digitale Dienste für die Musikindustrie entwickeln und international vertreiben. Ich bin grundsätzlich immer ein großer Fan davon, wenn sich die GEMA weiter digitalisiert. In letzter Zeit ist schon wirklich einiges passiert, gerade wenn man bedenkt, wie es noch vor ein paar Jahren bei der GEMA aussah.
Ich glaube aber auch, dass hier noch sehr viel Potenzial und Luft nach oben ist. Mal schauen, was durch diese Investition in Zukunft so alles passiert und möglich wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das war's jetzt aber wieder für diese Folge des Music Business Insider Podcasts. Lass mir gerne deine Meinung zu diesen Themen da und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Musik hat's verdient, gehört zu werden.